BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. So, ich bin jetzt am Opel Testcenter angekommen. Ich freue mich riesig auf den heutigen Tag, denn heute werde ich meinen neuen Opel Insignia OPC erst einmal auf Herz und Nieren prüfen. Da freue ich mich, das wird gewiss aufregend. So, ja, Nobby, dann freut es mich das natürlich, heute dir hier im Opel Testcenter deinen neuen Dienstwagen näher bringen zu dürfen, den Insignia OPC, der dir ja schon sehr viel Freude bereitet hat bisher. Absolut. Du siehst hier ein Herzstück unserer Anlage, unsere Hochgeschwindigkeitsrundbahn, Länge knapp 4,8 Kilometer mit diesem sensationellen Banking von bis zu 40 Grad auf der obersten Fahrspur. Dieses Banking ermöglicht uns seitenkraftfreies Fahren bis tatsächlich 250 km/h. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Du merkst ja schon, wir haben leichtes Banking. Ich kann die Hände vom Lenkrad nehmen, das Auto bleibt absolut. Bitte nicht. Nur gerade. Okay, gut, du bist der Chef. Wir haben die GoPro verloren. Ja, die ist weg. Und die ist immer. Aber die ist weg. Lass mich später auch mal. Ich möchte so gerne fahren. Ich kann es kaum erwarten. Okay, gib einfach Vollgas. Es ist wie, du merkst ja, wenn wir schneller werden, möchte das Auto nach oben einfach laufen lassen. Wobei, ein bisschen mulmiges Gefühl kriegst du schon, ne? Weil du das nicht gewohnt bist. Ne? So, den Hochgeschwindigkeitsrundkurs, den haben wir jetzt geschafft. Ich glaube, meine Gesichtsfarbe hat sich ein bisschen geändert. Ich kann nur sagen, der Opel OPC, der fährt sowas von brillant und hält bei 250 die Spur. Es hat riesig Spaß gemacht, allerdings war es auch anstrengend. Sieht man doch, oder? So, jetzt, wir sind natürlich weiter auf dem Testgelände von Opel. Jetzt sind wir auf dem Slalomkurs und ich bin mal gespannt, ob ich die Hütchen umreiße oder nicht. Jetzt geben wir mal Gas. Weißt du, hoffentlich nicht drin, wie ich so eine umgefahren habe. Kameramann kein Vertrauen oder was ist los? Ja, ich habe sie nicht umgeschmissen. So, wir sind jetzt auf der Handling-Strecke. Jetzt wollen wir mal gucken, wie der Opel Insignia OPC sich in Kurven bei Lastenwechsel verhält. Mein schönes Auto. Ich bin gerade mit einem Irren gefahren. Der hat ja versucht, den Parcours, glaube ich, in 12 Sekunden zu schaffen. Das geht aber nicht. Ein aufregender Tag geht nun zu Ende. Ich habe wirklich einen überragenden Tag auf dem Opel-Testgelände hier erleben dürfen. Ich weiß jetzt, was mein Insignia OPC so alles kann. Es macht einfach einen Heidenspaß, mit diesem Auto zu fahren. Tschüss, bis dann.